So, da ist schon eine Art Burggraben. Oder direkt am Haus ist ein bisschen schlecht, eher, würde ich sagen. Ich glaube, das mache ich wieder zu. So, dann kommt hier Wasser hin. Hier auch. Und hier auch. Wir sind ja zum Glück neben Wasser. Da müssen wir hier nicht ewig lang rumlatschen, beziehungsweise uns eine unendliche Wasserstelle bauen. Okay, sieht ja ganz gut aus, ne? Und jetzt machen wir es so. Haben wir denn eine Ho? Yep, wir haben eine Ho. Der Weihnachtsmann sagt Ho, Ho, Ho und wir haben eine Ho. So, jetzt brauchen wir ein paar Samen. Ich habe vorhin gesehen, wir haben hier irgendwo noch jede Menge Samen drin irgendwo. Hier vielleicht? Ah, hier haben wir die Samen, sehr schön. Okay, dann tun wir jetzt anfangen mit diesem Getreideanbau. Zuerst mache ich das hier, zack, 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 zack. So, hier das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben ja 10 Breite, weil wir das an unserem Haus abgemessen haben. Okay, hier kommen später auch noch ein paar Samen hin, hier so. Und wir können uns dazwischen so einen Weg hinbauen. Ja, ich glaube, das mache ich mir sogar. So, dann hier, zack, 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 zack. Okay. Jetzt können wir nur warten, bis wir mehr Samen bekommen. So, jetzt bauen wir uns eine Melone im Sammelstelle, wie auch immer. Dafür muss ich das hier wieder ein bisschen, dafür muss ich wieder ein bisschen Terraforming machen. Ich will das nämlich hier hinbauen. Das heißt, ich lage jetzt mal das ganze Zeug rein. Die Erde brauchen wir ja nicht mehr fürs Erste. Da werden wir wahrscheinlich dann auf diese kleine Höhle finden, die wir vor ein paar, ja gut, die wir vor 20 Parts, glaube ich, erkundet haben. Ich glaube, soll ich das komplett hier wegmachen? Moment, ich schaue schnell. Ja, es ist nicht so viel. Ich glaube, jetzt mache ich komplett weg. Da muss ich mir wieder ein Thema einfallen lassen. Über was quatschen wir denn jetzt? Oder beziehungsweise ich. Ihr schaut ja nur zu. Ihr quatscht ja nicht. Ich lasse mir jetzt extra Zeit mit diesen damit ich möglichst viel Zeit totschlagen kann. Ja, okay, was gibt's denn für Themen? Wartet, Moment, ich glaube, ich nehme hier dieses Gras mit, das können wir ja in unserem Tierdomizil hier einpflanzen. Ach, das ist blöd mit diesen Texture Packs, sehe ich das Gras gar nicht. So, ich glaube, hier ist kein Gras mehr. Ey, ich habe hier jede Menge Gras. Okay, bauen wir hier einfach mal weiter das ganze Erdzeug ab. Was ist eigentlich euer Lieblingsspiel? Könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Also mein Lieblingsspiel, ein Spiel, das ich schon... Also ich habe es, glaube ich, schon im Let's Play gesagt, was mein Lieblingsspiel ist. Ich habe sogar schon Let's Play, das mein absolutes Lieblingsspiel ist Pokémon Gelbe Edition. Ich weiß, das Thema hatten wir schon im Gelb LP, aber es ist ja auch egal. Und zwar habe ich das damals, ich habe damals bei meinem Cousin übernachtet. Und heute Morgen bin ich, also dann am Morgen, als ich dann übernachtet habe, bin ich etwas früher aufgestanden, weil ich nicht schlafen konnte, glaube ich. So war's. Und dann, also ich war damals so ein Gameboy-Süchtiger. Da war ich im Wohnzimmer, habe dann ein Gameboy gefunden, so auf dem Tisch liegen. Und ich war so neugierig, dann habe ich mir mal den Gameboy geschnappt. Da war das Spiel Gelbe Edition drin, ich habe es mir mal angeschaut. Und gestartet bin ich in Azuria City, habe ich gesehen, im Pokémon Center. Und ich wusste gar nicht, was war's. Also ich war ja damals noch ein totaler Pokémon-Noob. Ich wusste gar nichts über Pokémon. Ich habe zuvor die TV-Serie schon ein bisschen gesehen.
Ja gut, ein bisschen wusste ich dann schon, wenn ich die TV-Serie gesehen habe, aber über das Spiel wusste ich eigentlich gar nichts. Ich wusste nicht einmal, dass es Pokémon-Spiele gibt. Ja, da habe ich angefangen zu spielen, bin dann in diese Route gegangen, wo es zum Mondberg, von Azure City zum Mondberg geht. Und dann habe ich meinen ersten Pokémon begegnet. Hab gekämpft mit meinem Pikachu, mein Cousin hatte einen Pikachu im Team. Das war sehr spaßig. Hatte ich jede Menge Spaß und ja. Und dann wollte ich dieses Spiel zum Geburtstag, haben. Haben es mir meine Eltern geschenkt. Zum Geburtstag, wie alt war ich denn da? 2000? Ich glaube, da wurde ich 8 Jahre alt oder so. So 7, 8 Jahre alt. Und ja, dann habe ich nicht die gelbe bekommen, sondern die rote Edition. Oh ne, das war die blaue. Die blaue habe ich bekommen, genau. Habe ich mir meinen Start ausgewählt und hatte jede Menge Spaß. Ich habe ihn dann, nachdem ich es durchgespielt habe, also es war ziemlich gruselig am Ende, fand ich. Als kleines Kind empfindet man etwas viel härter. Also die Siegestraße am Schluss, die Top 4 am Schluss, die war echt richtig hart. Also fand ich, da hatte ich richtig Schiss, so wie im Pokémon TRL Let's Play. Also jetzt mache ich irgendwie viel Werbung für meine anderen Let's Plays, aber ist ja auch egal. Ich muss euch ja irgendwie voll quatschen. Und das andere Zeug interessiert euch wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht. Ach, das ist meine Schafs-Ab-Ernte-Musik. Ich kann euch später dazu mehr erzählen. Und ja, also später habe ich dann... wie gesagt, ich habe dann Pokémon Blau durchgespielt. Dann habe ich mir die gelbe Edition kaufen lassen, ja, sag ich mal, gewünscht von meinen Eltern wieder, das haben sie mir auch dann gekauft. Und dann habe ich, ja gut, das war hier ja völlig anders als im blauen Pokémon-Spiel. Eine gelbe Edition ist ja die Special Edition. Da habe ich mich gewundert, hey, man kriegt Pikachu am Anfang, was soll denn das? Und die ganzen Sprites, die sehen anders aus. Also die ganzen Pokémon-Sprites, die sehen dann gelb und blau anders aus, das fand ich so richtig, richtig toll. Und wie sie die Farben von der Stadt aus immer ändern, das fand ich auch sehr richtig schön. Und ja, ein paar Jahre später habe ich mir dann die Kristalle-Edition gekauft, so im Jahr, ich weiß nicht mehr welches Jahr es war. Das war dann, also das fand ich auch richtig toll, so mit der neuen Region, Johto war das damals. Habe ich noch nicht Let's Play, Kristall-Let's Play, werde ich aber irgendwann mal Let's Playen. Vielleicht nach Pokémon Rubin oder so. Und das war auch richtig, richtig toll zum Zocken. Habe ich mir meinen Starter ausgewählt. Die Pokémon sahen anders aus. Das fand ich richtig toll, neue Attacken. Im Vergleich zu den Vorgängern. Ich wusste ja damals schon, ich war ja schon damals ein richtiger Pokémon-Experte, was die erste Generation angeht. Ich habe sie damals schon 100-mal durchgespielt. Und das haben wir schon fast gesammelt, das ganze Dirt. Und ja, neue Attacken fand ich auch richtig toll. Ich habe damals meinen ersten Starter, weiß ich sogar noch, was ich genommen habe. Ich hatte Envivia zuerst genommen als Starter. Konnte ja zuerst Rasierblatt. Ich fand die Animation von Rasierblatt richtig toll. Welches Team ich hatte, kann ich mich nicht erinnern. Auf jeden Fall kann ich mich noch an das erste Auftreten mit dem Wander-Pokémon Entei erinnern. Entei war das erste Wander-Pokémon, was ich begegnet bin, das weiß ich noch. Das war auf der Route, wo es von, wie heißt die Stadt? Roselia City heißt die, glaube ich. Nach Teak City geht's. Da bin ich zuerst Entei begegnet, habe ich mich zuerst gefragt, neue Musik, was geht ab, was ist hier los? Habe ich das Spiel kaputt gemacht. Und dann taucht plötzlich ein 40er-Pokémon auf, ich mit meinem Level 10-Pokémon hatte ich, glaube ich, damals. Hatte gar keine Chance gegen den, ich habe es versucht zu fangen. Und dann ist es geflohen. Ich denke mir, was zum Teufel? Sowas gab es im gelben Let's Play noch gar, also im gelben Pokémon-Spiel noch gar nicht. Und jetzt haben wir sogar schon unser ganzes Dirt gesammelt. Ja, jetzt sehe ich später weiter. Erstmal geht es hier weiter mit Minecraft. Falls wir hier später noch was bauen müssen, kann ich euch ja weiter erzählen über meine Pokémon-Geschichte. So, wie wollen wir es denn jetzt machen? Ich glaube, ich nehme noch das Sand mit. So, haben wir Erde dabei? Natürlich haben wir Erde dabei. Wir haben ja gerade was gesammelt. So, hier unterirdisch ist ja die Höhle.
Okay, wie möchte ich das denn jetzt bauen? Ich glaube, die Melonen, die baue ich hier so hin. So richtig fette, also viele Melonen sollen es sein, so richtig viele, so 20, nee, 10 Felder, so 10 Felder hier und dann hier 10 Felder, so, also 20. Aber zuerst muss ich hier das Ganze abernten, das wollen wir hier nicht mehr haben. So, ich glaube, ein paar Melonen nehme ich hier auch noch mit. Ich habe hier bestimmt noch ein paar Melonenkerne. Okay. Ach, die Musik ist toll. Da habe ich immer, also meine Let's Show-Welt, da habe ich ein bisschen Schafe gefärbt und sie dann eingesammelt. Da ist mir so ein Song eingefallen, so, gebt mir eure Wolle her. Ich singe mal kurz, also für die, die es nicht mögen, können mal kurz die Augen zu, die Ohren zuhalten. Wolle her, gebt mir eure Wolle her. Gib mir eure Wolle her, ich brauch sie so sehr. Na gut, das reicht jetzt fürs Erste. Also wie gesagt, ich war immer irgendwie langweilig, da habe ich das halt gesungen. Ich bin ja auch so ein kleiner Sänger, ich bin so ein kleiner Justin Bieber. Oh, Justin Bieber, Daumen runter. Oh. Okay, jetzt machen wir uns aus diesen Melone mal ein paar Melonenkerne. Oh, okay, jetzt haben wir zu viele gebaut, aber gemacht ist ja auch egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ach, wie toll, reicht sogar. So, machen wir es hier ebenfalls. Zack, 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 zack. Und ich glaube, hier baue ich es so hin. Zack, 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 zack. So, damit hier auch Melonen wachsen können. Als nächstes baue ich hier Zuckerrohr an, dafür mache ich hier mal das ganze Zuckerrohr hier weg. So. Ich kann hier ruhig mehr Melonen einbauen, was soll denn der Geiz? Ich mache hier noch ein Feld hin. Wir haben hier genug Kerne, die müssen wir irgendwie loswerden. So. Zack. Okay, ja, das lasse ich mal da. Bis wir hier ein paar Melonen haben. Dann mache ich jetzt halt das ganze Zuckerrohr hier hin. Das muss man leider am Wasser bauen. Das heißt, ich muss hier ein paar Wasserspots setzen. Ich glaube, das mache ich hier so hin. Auch wieder 10 breit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ah, ist genau kaputt gegangen. Was für ein Luck. Okay, jetzt brauche ich wieder den Eimer. Haben wir ihn dabei? Natürlich. So, dann da. Kann sein, dass wir gerade bei Part 50 sind. Oh, es gewittert. Ja, es regnet. Ist ja auch mal schön, wenn es regnet. So, so, so. Und dann, zack, 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 zack. Wir brauchen eigentlich nicht so viel Zuckerrohr. Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Ach, wisst ihr was? Machen wir es nochmal. Ist ja auch egal. Damit es halt schön aussieht. Jetzt haben wir zwar keine Schaufel mehr dabei. Oh, wir haben sogar noch eine Schaufel. Es fällt mir ein zu sagen, dass wir keine Schaufel mehr haben. Ich sollte mich schämen. Sollte mich in Grund und Boden schämen. Einfach zu sagen, wir haben keine Schaufel. Verdammt, wir haben noch kein Wasser da. Wir haben hier noch kein Wasser da. Da kann es noch gar nicht gehen. Okay.